Gerade ging es um Facebook und jetzt um Free-to-Plays. Free-to-Plays sind alles andere als Free-to-Play. Klar, man kann zocken ohne zu bezahlen, aber dennoch fließt ein Haufen Cash in die Taschen der Entwickler. Und das monatlich. Bestes Beispiel: League of Legends. Bei 50 Millionen aktiven Nutzern sollte das Game richtig Cash machen, oder? Tut es auch. Aber nicht so viel Geld pro User, wie man sich vielleicht denkt. Wer ist denn der absolute King im Bereich meiste Cash pro User? Überraschenderweise World of Tanks. Oder ist das überraschend? 4,51 € durchschnittlich verdient das Game pro User. Das schafft kein anderer in dem Bereich. Platz 2 hält Team Fortress 2 mit 4,36 €. Danach kommt Guild Wars 2, War Thunder sogar auf Platz 4 mit 3,26 €. League of Legends findet man erst ganz unten auf der Liste. Platz 10 mit 1,32 € pro User. Halt, stopp. War Thunder macht mehr Cash als LOL? LOL. Nicht ganz. Entscheidend ist natürlich die Userbase. Wie gesagt, League of Legends hat 50 Millionen aktive Nutzer. Spitzenreiter World of Tanks kommt gerade mal auf 9 Millionen. Sie nehmen zwar mehr ein pro User, haben aber unterm Strich trotzdem weniger Umsatz als LOL. Kleinvieh macht halt auch Mist. Wie viel investiert ihr eigentlich in Free-to-Play-Games?